waren gerade im Film Schönheit und fragen jetzt hier auf der Straße mal noch ein paar Leute über ihre Meinung zum Thema Schönheit. Haben Sie keine einfachere Frage? Was ist für Sie Street Art? Also Banksy ist ja so ein berühmter Street Art Künstler, der so in der ganzen Welt schon überall Sachen gemacht hat. Aber das ist auch jetzt gerade so im Kommen Street Art, glaube ich, so seit ein, zwei Jahren, dass ganz viele Leute mit diesen Schablonen arbeiten. Das war Chrissy von den Dogspotters mit einer Straßenumfrage zum Thema Alkohol. Und ich gehe jetzt einen Kaffee trinken. Prost! Welches ist Ihr Lieblingsfilm? Die Frage stellen mir ganz viele Leute und die kriegen nie eine Antwort. Viel Feingefühl, eine Auseinandersetzung mit der Krankheit Alzheimer und gleichzeitig eine romantische Liebesgeschichte bietet der Film Vergissmeinnicht. David Zwicking ist nicht nur der Regisseur des Films, sondern auch gleichzeitig der Sohn der Protagonisten Gretel. Und ich bin froh, dass ich mit ihm heute ein Gespräch führen darf. Herzlich willkommen. Danke, ja. Guten Morgen. Von den Dogspotters und wir werden uns heute die Aktion Zimmerfrei angucken und dafür klingeln wir jetzt einfach mal hier. Was ist der Unterschied zwischen einem Dokumentarfilm und einer Dokumentation? Sehr schöne Frage, ist meine Lieblingsfrage. Ganzir, how would you describe the current political situation in Egypt? The current situation is that we have a military coup. That overthrew the Islamist government that was in power. Fünfzehn junge Reporter, eine Mission. Hinter die Kulissen schauen. Dogspotters 2014. For me, it became very important to eliminate the presence of the camera, you know, so to show the world that fascinated me as it were before the camera arrived. What was your main reason for making this film? Als ich Student war, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, gerade Anfang der 90er Jahre, hatten wir relativ brutale Ausschreitungen in Deutschland gegen Asylbewerber und Flüchtlinge. Das sind Ereignisse, die mich damals sehr geprägt haben. Deshalb haben wir auch immer wieder zu diesem Thema gearbeitet. I have to say that I'm really afraid of this film still. And I cannot look it without tears or without... Maraschki. Kannst du dir vorstellen, dass es zu deinem Film einen zweiten Teil geben könnte? Zurück von Mexiko nach Polen. Ich glaube nicht wirklich. Also weil die ganze Idee, da ging es ja wirklich darum, nicht zu wissen, wohin man kommt. Flies keep landing on the ceiling. Sorry. Flies keep landing on the ceiling. Sorry. You have been living in Leipzig for nearly 1 year now. Did you feel welcome, and have you maybe already found a favorite place here? I felt very welcome. I actually knew the city quite well before I moved in. Doc Neuland ist eine neue Art, die Realität zu erzählen. Wir stehen hier auf dem Marktplatz mit Britta Senn, der Kuratorin von Doc Neuland. Warum ist das wichtig für das Festival? Weil hier geht es darum, dass neue Medien neue Möglichkeiten des Erzählens eröffnen. Und das möchten wir gerne mitteilen. Warum hast du dich dazu entschieden, dem Filmteam einen Einblick in dein Leben zu geben?
Es gibt keine Freiheit für die Frauen in Afghanistan. Ich wollte das zeigen. Nur so kann man Freiheit haben. Jetzt im Rahmen von Doc Neuland, Fallaina, ein scrollbares Graphic Novel. Ich werde jetzt reingehen und werde den Rest mit meiner GoPro aufnehmen, weil das mit einer normalen Kamera nicht so gut funktionieren würde. Richtig Uploading Holocaust ist ein gleichnamiger Film von zwei israelischen Filmemachern. Und dieser Film wurde ausschließlich aus YouTube-Material erstellt. Dieses Material ist im Rahmen von Klassenausflügen nach Polen entstanden. Und jetzt nehme ich euch mit auf die Website. It was like a feeling that I need to feel something that I'm not yet feeling. It's a very strange kind of experience. Was war denn für Sie der Antrieb, den Film Egonomics zu produzieren? Also zum einen hat mich es immer schon länger beschäftigt, ist wirklich das so, dass der Wahrheit entspricht in den Chefetagen heutzutage in den globalen Unternehmen, dass da nur Psychopathen sitzen. Wie die eigene Mutter zu werden, davor hat fast jede Frau Angst. Dominique Margot geht in ihrem Film Looking Like My Mother genau dieser Angst nach. Du bist ja in diesem Film sowohl Bruder als auch Filmemacher. Und gab es da Momente für dich, in denen der Filmemacher in dir jetzt gesagt hat, du, das muss ich aufnehmen. Aber der Bruder meinte, nee, das ist mir jetzt gerade zu privat, das will ich nicht in die Öffentlichkeit tragen. Ja, ganz viele. Das war das Spannungsfeld, in dem ich mich eigentlich die ganze Zeit bewegt habe. Where did you get your inspiration from? We just go down a shop and buy the kilo. During the festival week, my calendar looks pretty crazy. It's full of meetings. In certain cases, I try to be in two places at the same time.